Wo bin ich? Plötzlich überfluteten die Erinnerungen meine Gedanken. Die Party, die Mädchen, der Unfall. Johnny, umarmte mich meine Mom. Du bist endlich aufgewacht, schluchzte sie. Francine, lass ihn atmen. Dads heitere Stimme erfüllte den Raum. Ich muss sagen, mit dem Verband sieht er wirklich besser aus, schmunzelte Hillary, meine 2 Jahre ältere Schwester, bevor sie mich umarmte. Eine ältere Dame in einem weißen Kittel betrat den Raum. Hallo John, ich bin Dr. Patricia Reyes. Was sie mir dann erzählte, veränderte mein Leben völlig. Schaut weiter, wenn ihr wissen wollt, wie meine verrückte Geschichte ausgegangen ist. Was? Was meinen Sie damit? Sie mussten mein Bein abnehmen? Mir war übel. Aber Schule, Baseball, Hockey, mein Stipendium. Ich vergrub meinen Kopf in meinen Händen und weinte. Hillary nahm mich in den Arm, während Mom und Dad aus dem Zimmer gingen, um mit Dr. Race zu reden. Es wird alles gut, Johnny. Später wurde ich entlassen und konnte nach Hause gehen. Zu Hause waren die Dinge finanziell und emotional angespannt. Eines Abends hörte ich, wie meine Eltern über die Rechnungen sprachen und dass sie ein Wunder brauchten. Ich musste einen Weg finden, um meinen Eltern zu helfen, aber was sollte ich tun? Ich saß in meinem Schlafzimmer. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Hillary kam mit ein paar Krücken herein und reichte sie mir. Allisons Bruder Todd sagte, du könntest sie haben. Das hat ihm nach seinem Footballunfall sehr geholfen. Danke, Hill. Sie küsste mich auf die Stirn, bevor sie ging. Es vergingen weitere 2 Wochen, bevor Mom und Dad zustimmten, dass es Zeit für mich war, wieder zur Schule zu gehen. Es klopfte an der Haustür. Ich sehe, du siehst so gut aus wie immer. Brandon, mein bester Freund, begrüßte mich mit einer Umarmung. Ich kicherte, wir sollten besser gehen. Ich will am ersten Schultag nicht zu spät kommen. In den nächsten Wochen fühlte ich mich allmählich wieder wie ich selbst. Eines Nachmittags stürmte Brandon mit seinem Handy in der Hand in mein Zimmer. Hey, Johnny, sieh dir das mal an. Brandon reichte mir sein Telefon. ProTech Company ist bereit, etwas zurückzugeben. Gewinnen Sie heute eine unserer Beinprothesen. Weiter hieß es, dass die Familie oder Freunde der betreffenden Person ein Video erstellen müssen, in dem sie erklären, warum sie das Bein verdient haben. Die Kosten für jedes Bein betrugen $30.000 und es gab 3 Beine zu gewinnen. Was ist denn hier los? Spähte Hillary in mein Schlafzimmer. Ich, der beste Freund, habe die ultimative Lösung für Johnny gefunden. Ich reichte Hillary das Smartphone und sie überflog den Artikel. Das klingt viel zu schön, um wahr zu sein. Lass mich mal schnell nach Mr. Chang suchen. Hillary erzählte uns, dass Mr. Chang, der CEO und Gründer der Firma, vor kurzem im Lotto gewonnen hatte, was ihm half, sein Unternehmen wieder auf den Kurs zu bringen, nachdem es in den letzten 2 Jahren Probleme gegeben hatte. Mr. Changs Vater verlor sein Bein bei einem Autounfall, als Mr. Chang noch ein kleiner Junge war. Das war hart für seine Familie, denn sein Vater war der Ernährer und Prothesen waren zu dieser Zeit keine Option. Heißt das, wir können das Video jetzt drehen? Ich wüsste nicht, warum nicht. Beim Abendessen stellten Hillary und ich das Video unseren Eltern vor, die sich bereit erklärten, uns zu helfen. In den nächsten Tagen stellten meine Familie, Brandon und sogar einige der Kinder und Lehrer in der Schule ein Video zusammen, das Brandon dann einreichte. Ungefähr 3 Monate später erhielten wir einen Glückwunschbrief von ProTech. Ich konnte es nicht glauben, ich hatte gewonnen. Wir bekamen einen Termin und eine Uhrzeit, um uns bei ProTech mit Herrn Chang zur Anpassung des Beins zu treffen. Als die Anpassung des Beins abgeschlossen war, dachte ich darüber nach, wie sehr sich mein Leben mit Hilfe der Beinprothese verändern würde. Womit ich nicht gerechnet hatte, waren die Rivalität und der Verrat, die damit einhergingen. Etwa 6 Monate später hingen Brandon, Hillary und ich zu Hause in Hillarys Zimmer ab, während Mom und Dad unten waren, als ein Nachrichtenbericht kam. Heute Abend haben die örtlichen Behörden den CEO und Gründer von ProTech, Mr. Chang, tot in seinem Büro aufgefunden. Es gibt Gerüchte, dass Mr. Chang zwielichtige Geschäfte mit der internationalen Bande DJD machte. Aber die Polizei hat unseren Verdacht weder dementiert noch bestätigt. Ich schaltete den Fernseher aus. Den Namen dieser Bande habe ich schon mal gehört. Hillary griff zu ihrem Telefon und suchte im Internet. Die Chady Gang ist berüchtigt für Juwelenraub und den Verkauf von Gold und anderen Edelmetallen an den Meistbietenden. Es gibt auch ein Gerücht, dass er Schmuck von Chady gestohlen und in seinen Prothesen versteckt hat. Hillary keuchte. Johnny, glaubst du? Ich nahm mein Bein ab und Hillary öffnete es langsam mit einer Schere. Hillary drehte das Bein auf den Kopf und etwas fiel ihr ins Auge. Sie nahm die Schere und riss die Sohle des Beins ab und tatsächlich fanden wir dort Diamanten, die an einem schwarzen Stoff befestigt waren. Wow!
Brandon nahm Hillary das Tuch ab, während sie die Sohle wieder am Bein befestigte, bevor sie es mir zurückgab. Wir müssen einen Platz finden, um das zu verstecken. Ich befestigte das Bein an meinem Stumpf. Plötzlich erregten Schreie von unten unsere Aufmerksamkeit. Hillary und ich eilten nach unten. In der Küche standen vier Männer. Zwei von ihnen fesselten unsere Eltern an die Küchenstühle. Einer der Männer kam mit einem teuflischen Lächeln auf uns zu. Wir suchen die Person im Haus, die das falsche Bein hat. Lassen Sie meine Kinder in Ruhe. Papa wehrte sich gegen seine Fesseln. Einer der Männer schlug mit einem Schlagstock auf Vaters Bein ein. Papa heulte vor Schmerz auf und der Mann lachte. Das ist aber nicht die Beinprothese. Soll ich das andere probieren? Nein, schrie ich. Papa flehte. Johnny! Nein, ich bin derjenige, den du willst. Einer der Männer packte Hillary und fesselte sie an den Stuhl, während mir befohlen wurde, mein Bein zu entfernen. Meine Hände zitterten, als ich tat, was sie verlangten. Sobald ich das Bein übergeben hatte, wurde ich neben dem Rest meiner Familie gefesselt. Meine Familie sah zu, wie die Männer das Bein auseinandernahmen und durchsuchten. Als sie nichts fanden, sah ich zu, wie sie das Bein an der Wand zertrümmerten und die restlichen Bruchstücke auf den Boden warfen. In den nächsten 15 Minuten verwüsteten die Männer das Haus und stahlen alles, was sie tragen konnten, bevor sie es verließen. Hillary konnte ihre Fesseln lockern und band alle los. Sofort rief Mom die Polizei und Hillary rief einen Krankenwagen für Dad. Die Polizei traf als erstes ein und kurz darauf auch der Krankenwagen. Die Polizei verhörte Hillary und ich folgte Mom und Dad ins Krankenhaus, um sie dort zu befragen. Das mit deinem Bein tut mir so leid, John. Hillary drückte meine Hand. Das ist schon in Ordnung. Mit den Diamanten kann ich ein neues bekommen. Ich frage mich, wo Brandon hingegangen ist. Im Haus kann er nicht sein, sonst hätten ihn die Männer erwischt. Ich schaue mal draußen nach. Hillary verschwand durch die Vordertür. 15 Minuten später kehrte sie zurück. Brandon ist nirgends zu sehen. Du glaubst doch nicht, dass er mit den Diamanten abgehauen ist, oder? So etwas würde er nie tun. Das dachte ich zumindest. In dieser Woche war Brandon weder in der Schule, noch antwortete er auf unsere Anrufe. Hillary kam auch bei ihm zu Hause vorbei, denn er wohnte gleich um die Ecke, aber seine Mutter, Mrs. Pinder, sagte, er sei zu sehr mit Hausaufgaben beschäftigt, um mit ihr zu plaudern. Ich kann nicht glauben, dass Brandon uns so verraten würde, zischte Hillary wütend, als sie sich auf mein Bett setzte. Mir fällt es auch schwer, das zu glauben. Lass uns einbrechen. Meine Augen weiteten sich. Was? Du hast mich verstanden. Lass uns einbrechen. Auch wenn ich von der Idee nicht begeistert war, wurde mir klar, dass wir keine andere Wahl hatten. Später in der Nacht beobachtete ich, wie Hillary ein Mikrofon und eine Kamera an ihrer Kleidung befestigte. Sie sorgte dafür, dass alles auf meinen Laptop gestreamt wurde. Okay, bis gleich. Sie schnappte sich die Taschenlampe von meinem Schreibtisch. Bitte pass auf dich auf, Hill. Sie küsste mich auf die Stirn, lächelte und verließ mein Zimmer ohne ein Wort. Ich saß nervös da und beobachtete Hillary, die sich Brandons Haus näherte. Sie ging zur Rückseite des Hauses und riss ein Fenster auf, bevor sie ins Haus schlüpfte. Drinnen angekommen, machte sie sich schnell auf den Weg zu Brandons Schlafzimmer. Er ist nicht da, Johnny. Plötzlich flackerte das Licht in Brandons Schlafzimmer auf und Hillary stand Mrs. Pinder gegenüber. Was machen Sie in Brandons Schlafzimmer? Ich habe mir Sorgen um Brandon gemacht. Er und Johnny sind unzertrennlich. Es tut mir so leid, dass ich einfach... Hillary brach in Tränen aus, was auch Mrs. Pinder zum Weinen brachte. Durch die Tränen hindurch verriet Frau Pinder, dass sie und ihr Mann eine Textnachricht von Brandon erhalten hatten, in der er sagte, dass er etwas Zeit für sich brauche. Sie sagten, sie hätten sich an die Polizei gewandt, aber die Polizei habe ihnen gesagt, dass sie nichts tun könnten, da er volljährig sei. Hillary bedankte sich bei Mrs. Pinder und verließ das Haus. Diese Schlange! Wütend schlug ich meine Fäuste gegen meinen Schreibtisch. Als Hillary nach Hause kam, erzählte ich ihr, dass ich einen Plan hatte. Ich sagte ihr, sie solle sich keine Sorgen machen, als wir uns gute Nacht sagten. Ich nahm Kontakt mit einem der Mitglieder der D-Chady-Gang auf. Ich sagte ihnen, dass ich einen Deal machen wolle. Ich weiß, wer die Diamanten genommen hat. Im Gegenzug möchte ich, dass das Schulgeld meiner Schwester, die Hypothek meiner Eltern und die Krankenhausrechnungen vollständig bezahlt werden. Die Person am anderen Ende der Leitung sagte mir, ich solle ein Foto von Brandon schicken und wenn sie die Diamanten nicht bei ihm fänden, würden sie mich abholen. Die Leitung war tot. Etwa eine Woche später informierte uns Mrs. Pinder, dass Brandon gefunden worden war, aber er lag im Krankenhaus. Sein Gesicht war so geschwollen, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob er durchkommen würde. Eines Nachmittags kam ich nach Hause und sah auf der Türschwelle einen braunen Papierumschlag, der an meine Eltern adressiert war. Ich gab ihn Papa, der ihn öffnete. Da war ein kleiner Zettel.
Wir haben gesehen, wie hart sie gearbeitet haben, um ihre Familie zu versorgen, und wir wollen ihnen ein kleines Geschenk machen. In der Schachtel waren Quittungen vom Krankenhaus, von der Bank und vom College abgestempelt und vollständig bezahlt. Mom und Dad waren so aufgeregt, dass sie die Blicke, die Hillary und ich austauschten, nicht bemerkten. 2 Jahre vergingen und Hillary und ich sprachen nie über das Paket oder seinen Inhalt. Innerhalb dieser 2 Jahre zogen Brandon und seine Familie weg und ich bekam ein neues Bein. Während unseres Familienurlaubs saßen Hillary und ich entspannt am Pool eines Resorts und tranken etwas, während unsere Eltern zu Abend aßen. Plötzlich weiteten sich meine Augen. Warte, ist das nicht Brandon? Hillary drehte sich um, aber da war er schon weg. Hillary drehte sich zu mir um. Glaubst du wirklich, dass er es war? Es dauerte nicht lange, bis Brandon wieder auftauchte und einem anderen Urlauber einen Drink spendierte. Sieh mal, da ist er wieder. Ich gehe rüber. Ich schluckte den letzten Schluck meines Drinks und folgte ihr. Hi! Brandon lächelte höflich. Guten Abend, Ma'am. Wie kann ich Ihnen helfen? Brandon, ich bin's, Hillary. Er starrte sie blind an. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ich ergriff ihren Arm. Komm, Hill, es ist Zeit zu gehen. Ich zog sie sanft weg, bis wir außer Hörweite waren. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warum erinnert er sich nicht an uns? Glaubst du, es hat etwas damit zu tun, was vor 2 Jahren passiert ist? Ich zuckte mit den Schultern. Vielleicht. Ich denke, wir sollten dem nachgehen. Nein, ich denke, wir sollten es einfach dabei belassen und zurück in unsere Zimmer gehen. Sie ließ sich in einen der Poolsessel sinken. Ich seufzte schwer, setzte mich neben sie und wartete ab. Etwa 1 Stunde später hörten wir, wie der Aufseher Brandon eine gute Nacht wünschte. Das ist unsere Chance, ihm zu folgen, flüsterte Hillary eifrig. Zögernd folgte ich Hillary. Wir folgten Brandon zu den Aufzügen, wo er einstieg. Okay, ich folge ihm über die Treppe und du sagst mir, in welchem Stockwerk er rausgekommen ist, okay? Ich zückte mein Handy, um Hillary anzurufen, während sie zur Treppe eilte. Ich beobachtete, wie der Aufzug in die Tiefgarage fuhr und informierte Hillary. Ich sehe ihn. Er geht durch eine rote Tür. Beeile dich und komm hier runter. Ich will ihn nicht verlieren. Hillary legte auf. Ich betrat schnell den Aufzug und traf Hillary auf dem Parkplatz. Okay, er ist durch diese Tür gegangen. Lass uns gehen. Wir vergewisserten uns, dass die Luft rein war, bevor wir die Tür öffneten und hineinschlüpften. Vor uns lag ein langer, hell erleuchteter weißer Korridor mit nummerierten Türen auf beiden Seiten. Am Ende des Korridors befand sich eine große Doppeltür mit dem Schild Ausgang darüber. Wir waren schon fast bei den Doppeltüren, als wir Stimmen hörten. Sofort schlüpften wir in einen der Räume. In dem Zimmer befanden sich ein Bett und ein Kleiderschrank. Auf dem Bett lag Brandon, der aussah, als schliefe er. Wir hörten Stimmen von der Tür und versteckten uns im Schrank, wobei die Tür leicht angelehnt war. Wir hielten den Atem an, als ein Mann und eine Frau den Raum betraten. Sie gingen zu Brandons Bett und spritzten ihm etwas in den Nacken, bevor sie das Zimmer wieder verließen. Sobald wir dachten, die Luft sei rein, rannten Hillary und ich los und blieben nicht eher stehen, bis wir sicher vor unserem Hotelzimmer waren. Wir müssen Mom und Dad finden und von hier verschwinden. Ich stieß die Tür zu unserem Hotelzimmer auf. Kaum waren wir eingetreten, überwältigten uns 2 Männer und wir wurden beide bewusstlos geschlagen. Ich rieb mir den Nacken und öffnete meine Augen. Wie bin ich nach Hause gekommen? Ich rannte durch das Haus und suchte nach meiner Familie. Es war niemand da. Meine Augen blickten auf die Wände. Alle unsere Familienporträts waren verschwunden. Die einzigen Porträts, die hingen, waren von mir. Ich betrat die Küche und auf dem Tisch lag ein brauner Papierumschlag. Ich öffnete ihn langsam. Er enthielt Bilder meiner Familie, die lächelten und auf der anderen Seite stand vollständig bezahlt. Ich zog einen Zettel heraus, der in der Schachtel lag. Er war von dem Anführer der D-Chady-Bande. Darin stand, dass meine Familie jetzt unter ihrer Obhut stand und ich verschont wurde, weil ich ihnen die Informationen gab, um Brandon zu finden. Das Problem war nur, dass er, als sie ihn fanden, bereits die Hälfte der Diamanten verkauft hatte und die Bande für die andere Hälfte entschädigt werden musste. Bis zum heutigen Tag bin ich immer noch auf der Suche nach meiner Familie. Alle Aufzeichnungen über sie wurden aus dem System gelöscht. Es ist so, als hätte es sie nie gegeben. Die Polizei hat versucht, mir zu sagen, dass sie nie existiert haben, aber ich weiß, dass ich sie eines Tages wiedersehen werde. Ich muss nur die Hoffnung aufrechterhalten.